Einer der legendärsten Regisseure Hollywoods verlässt die große Bühne. Wolfgang Petersen stirbt mit 81 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs in den Armen seiner Frau Maria in seinem Haus in Kalifornien. Sein bewegtes Leben beginnt in Emden in Niedersachsen. Er lernt in Hamburg und Berlin, produziert in den 70ern Tatortfolgen. Das Reifezeugnis mit Nastassja Kinski machte ihn und die blutjunge Darstellerin über Nacht berühmt. 1981 dann das Kinoepos Das Boot. Ein unvergessliches Abenteuer über verlorene Männer, die einen verlorenen Krieg kämpfen, auf einem Meer, das kein Erbarmen kennt. Mit 5,8 Millionen Besuchern gehört Das Boot bis heute zu den 10 erfolgreichsten deutschen Filmen und erhielt 6 Oscar-Nominierungen. Das Boot bahnt Petersen den Weg nach Hollywood. 1987 zieht er mit seiner Frau nach Los Angeles. Der Erfolg wird einem hier aber nicht geschenkt, erzählt er 1995 in einem Interview. Man muss schon ganz schön am Ball bleiben hier und ich mag das eigentlich sehr gerne. Ich mag gerne, wenn es tagtäglich immer um eine Menge Adrenalin geht hier. Immer arbeitet er mit den ganz Großen im Filmbusiness zusammen. 1997 mit Harrison Ford für den Film Air Force One. Oh ja, ich habe hier ja nun viele Filme gemacht und mit großen Leuten, Clint Eastwood und Dustin Hoffman. Die Arbeit hier mit Harrison war das Beste. Es folgen Kassenschlager wie Outbreak oder Troja. Immer die ganz großen Geschichten. Bis ins hohe Alter begeisterte er sich für neue Projekte. Für ein Remake seiner alten Fernsehkomödie Vier gegen die Bank aus den 1970er Jahren kehrte Petersen 2016 in seine Heimat Deutschland zurück. Er selbst sagte in einem Interview, dass das Leben für ihn immer eine Reise durch die Welt war. Die Filmwelt trauert um einen großen Künstler.